Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Hey Lüdiger, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Sehr gut. Sind wir denn schon online? Läuft es schon? Ja, läuft schon. Das heißt, jeder kann uns jetzt zuhören. Yes. Eieieiei. Also Mikrofonprobe scheint aber schon geklappt zu haben. Du hörst mich ja. Du siehst wahrscheinlich jetzt meine schwarze Folie. Siehst du auch, oder? Wunderbar. Dann von mir aus können wir auch eigentlich loslegen. Prima. Ich habe die Aufzeichnung Dann halte ich Sie. gestartet. Ja. Ja, wunderbar. Also, ich habe auch Aufzeichnung gestartet. Insofern sind wir doppelt abgesichert. Und das heißt auf der anderen Seite erstmal ganz herzliches Willkommen hier zu den, naja, Spezialwochen. Also im Moment ist es ja. Brennt die Luft beim Agena Trader. Es gibt ganz viele Einblicke, was es alles dort gibt. Und jetzt in dieser Stunde, in den nächsten 60 Minuten, da werde ich über mein Born Package erzählen, also das Package, was ich selber für meinen Handel verwende. Einfach um ein bisschen mal zu zeigen, was wir machen, wie wir es machen. Und wenn Sie sagen, Mensch, das taugt für mich, das finde ich klasse, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, es selber auch zu verwenden. Also das ist nichts Geheimes und deshalb zeige ich das hier sehr, sehr gerne. Bevor wir gleich auf den Chart gehen, muss ich noch mal einmal husten, das haben wir auch abgehakt, aber muss ich einmal ganz kurz aus rechtlichen Gründen, Sie kennen, wie das Prozedere immer so ist bei solchen Veranstaltungen, dadurch, dass ich selber eine Vermögensverwaltung habe und nicht alleine nur handel, sondern sogar noch ein Team dahinter habe, könnte es einen Interessenskonflikt geben, wenn wir gleich auf den Markt gucken. Und dann werde ich natürlich ja auch zeigen, was ich da mache oder wie ich es mache. Es ist zwar jetzt hier, es geht nicht um Live-Handel, aber naja, wenn der Markt schon mit tickt im Hintergrund, dann kann es durchaus sein, dass er das ein oder andere fällt. Aber da könnte eben Interessenskonflikt bestehen, weil einer meiner Händler oder vielleicht ich selber auch eine Position in einem Markt hat und dementsprechend, naja, vielleicht ein bisschen befangen ist. Und deshalb muss ich da im Vorfeld darauf hinweisen. So, das muss aber auch schon alles sein dazu. Den Rest haben Sie überflogen. Das heißt, na, eine, zwei Sachen will ich noch mal ganz kurz zeigen. Nämlich einerseits, hier sehen Sie so ein bisschen, was so meine Lieblingsmethoden sind. Elliott-Wellen, das werden Sie gleich sehen. Fibonacci, das gibt es natürlich im Agena-Trader auch. Und das habe ich mir noch ein bisschen, wie ich finde, schicker, ein bisschen praxisnaher gemacht. Also, damit man noch einfacher damit arbeiten kann. Es gibt Candlestick-Pattern, es gibt ein ganz bestimmtes, das ich extrem gerne verwende, auch das zeige ich Ihnen. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört, jetzt auch gerade hier in dem Zusammenhang unter dem Stichwort Born Bar. Irgendjemand hat das mal so genannt und dann haben wir gesagt, warum eigentlich nicht? Dann nennen wir das halt auch so. An sich noch eins ganz wichtig, ich weiß gar nicht jetzt, welche Märkte wir angucken, das hängt so ein bisschen davon ab, wie wir gleich da durchkommen, aber grundsätzlich sehen Sie, was ich alles handle. Das heißt, all das, was ich Ihnen jetzt zeige, die Tools, die ich verwende, die Methoden, die ich verwende, die verwende ich eigentlich grundsätzlich auf allen Märkten. In Indizes, dabei spielt es für mich nicht die ganz große Rolle, ob es ein Future ist oder ein CFD. Ich bin zwar mehrheitlich in den Future-Märkten unterwegs, aber mitunter auch bei den CFDs. Also das geht an sich analog. Aktien geht sowieso. Natürlich auch Aktien-CFDs, ja, also das ist dann nicht das große Problem, haben wir auch mitunter immer mal wieder drin, auch wenn der Fokus bei uns eher auf den tatsächlichen Cash-Aktien liegt. Währungen natürlich sowieso, Rohstoffe auch, Öl beispielsweise, Crude Oil also, oder Gold, Silber, aber es kann auch mal ein Exot sein, also es ist durchaus nicht auszuschließen, dass da mal zum Beispiel naja, Korn mit dabei ist oder von mir aus mal Bauholz oder sowas in der Richtung. Auch wenn ich zugebe, dass das nicht wirklich so breit aufgestellt ist. Aber auch hier können Sie das verwenden. Zinsen natürlich auch. So viel vorab hierzu. Das können wir mal wegmachen. Und dann machen wir sie mal auf, die Plattform hier. Das ist also der Agena Trader. Den kennen Sie ja schon. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen natürlich nichts Neues, wenn Sie jetzt heute als Gasthörer das erste Mal mit dabei sind. Dann ist das vielleicht natürlich ein bisschen jetzt noch, weil ganz viele Sachen hier drin sind, Sie viele Möglichkeiten haben, erschlägt es einen, dann im Zweifelsfall gucken Sie sich gerne
auch eins der vielen, vielen Videos oder mehrere vielen Videos an, die Sie beim Agena Trader auf der Plattform finden, also auf der Ausbildungsplattform, sag ich mal, im Internet. Da können Sie sich dann ein bisschen weiter schulen lassen, wie die Software an sich auch noch funktioniert. Also ich will jetzt die Basics gar nicht so sehr durchgehen, denn es ist eine sehr professionelle Software und dementsprechend hat man die Möglichkeit, es extrem schön auf sich selber abzustimmen, auf sich zu individualisieren. Und das war ja auch der Grund, warum ich das für mich auch so gemacht habe. Und da einige dann gesagt haben, Mensch, das finde ich ja schick, dass du das so hast, aber warum kriege ich das nicht? Und ich gesagt, naja, grundsätzlich geht das schon. Da haben wir das halt nochmal richtig, sagen wir mal, ein bisschen benutzerfreundlicher programmieren lassen und dann eben als das Born Package zusammengestellt. So, das Born Package enthält erstmal natürlich, also das Standardpaket jetzt, was die Chartdarstellung angeht, zum Beispiel jetzt, was ja an sich Standard ist in Fibonaccis, aber ich habe hier ein paar Fibonaccis nochmal extra drin, die ich so konfiguriert habe. Das sage ich aber auch ganz ehrlich dazu, ich will Ihnen ja jetzt hier nicht irgendwas aufschnacken, das können Sie sich, wenn Sie sich die Mühe machen wollen, auch selber konfigurieren. Das ist also jetzt nicht irgendwie was, was Sie nicht rausfinden würden. Sie können es ja jetzt gleich nochmal sehen, welche Werte ich da auch habe. Also für diejenigen, die sagen, warum soll ich mir da die Stunde Zeit nehmen, das so zu konfigurieren, wenn ich es umsonst haben kann, hätte ich fast gesagt, nicht ganz umsonst, aber eben im Zuge des Packages dann eben auch. Dann ist gut, wenn Sie sagen, ach komm, das mache ich Hand am Arm, dann bin ich Ihnen nicht böse. Nicht, dass Sie das falsch verstehen, das dürfen Sie natürlich trotzdem dann verwenden. Ein Tipp für diejenigen, die das Born Package auch haben wollen und verwenden, ich habe normalerweise immer ein Punkt B davor, sodass, falls Sie auch andere Packages verwenden oder eigene Konstruktionen sich mal irgendwo hier angelegt haben, egal was es ist, können Sie immer gleich erkennen, ach Gott, das war von dem mit den vielen Haaren auf dem Kopf. Also da können Sie sofort sehen, was jetzt meine Einstellungen sind. Immer mit dem Punkt B vorne dran, dann können Sie es schnell auseinanderhalten. So, Fibonacci ist schnell erklärt. Ich denke, ich muss jetzt über Fibonacci jetzt nicht im Detail reden. Was vielleicht nicht schlecht ist, gerade weil ich gleich auf die Fibos nochmal eingehen möchte, dass die Fibonaccis schon ein bisschen Elliott-mäßig vorbereitet sind. Sie sehen das hier, das sind Retracements beispielsweise für die Welle 2 oder für die Welle 4. Die sind dann entsprechend der Werte schon so konfiguriert, dass man sagt, okay, das sind die typischen für die Welle 2, das sind die typischen für die Welle 4. Denn ich mag gerne aufgeräumte Chart. Und wenn ich alle Fibos mir noch einzeichnen lasse, die es gibt, obwohl ich die gar nicht brauche, dann ist das ein bisschen doof. Ich mache das jetzt mal. Ach komm, da gehen wir in einen anderen Markt, der ist vielleicht auch noch besser. Gehen wir mal hier auf. Apple war, glaube ich, gar nicht so schlecht, was das angeht. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht auswendig. Aber vielleicht wird das ja noch. Also, hier jetzt mal auf Tagesbasis haben wir hier diesen Anstieg. Jetzt könnten wir da mal mit einer Fibonacci arbeiten. Da sage ich eins noch dazu. Ich habe Hotkeys, die bekommen Sie natürlich auch. Die Möglichkeit haben Sie, das so zu verwenden, wie ich das mache, weil man damit einfach noch mal schneller arbeiten kann. So, die Fibonaccis habe ich mir so konfiguriert, dass ich jetzt, Sie sehen, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Dicken habe, sodass ich dann auf einen Blick sofort erkennen kann, auch gerade wenn es mal um Cluster geht. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, auf welcher Zeitebene das war, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch mal eine Extension mal anlege, beispielsweise, dann sehe ich sofort, die ist blau. Und dann weiß ich, okay, hier habe ich also eine rote und eine blaue Linie. Das heißt, ich habe hier zwei verschiedene Niveaus, die da eine Rolle spielen. Und das ist mitunter eben Aussagekraft verstärken. Das ist das Thema Cluster. Das kennen Sie vielleicht von einem meiner Webinare oder haben sich selber damit schon beschäftigt, dass ich da ganz gerne drauf gucke. Deshalb habe ich hier verschiedene Farben. Sie sehen hier verschiedene Dicken. Wenn ich jetzt hier die vierte Welle beispielsweise jetzt mal mache, nur mal so als Beispiel hier für so eine vierte Welle, dann sehen Sie, dass hier ganz andere dick und dünn sind. Ich mache mal die anderen weg, damit Sie das ein bisschen besser sehen. Also jetzt habe ich hier jetzt die vierte, eine angenommene vierte Welle und dementsprechend habe ich hier andere Werte und auch andere Sichtbarkeiten, dass ich sofort erkennen kann, wer hier zu wem gehört und welche Größenordnungen die sinnvollen sind. So, jetzt habe ich über Elliott-Wellen gesprochen mit Fibonacci. Die Fibonaccis, es gibt noch die Symmetrien dazu, beispielsweise, einmal zeige ich sie jetzt auch nochmal, da kann man dann mal gucken, ob es hier vielleicht irgendwelche Symmetrieverhältnisse gibt. Das ist jetzt hier nicht besonders ausgeprägt, wie Sie sehen, also, aber damit können Sie eben auf die Schnelle mal messen,
ob es hier gleich große Bewegungsverhältnisse sind, vielleicht hier im Kleinen. Müssen wir jetzt nicht überstrapazieren, aber da kann man so ein bisschen sehen. Auch hier, wenn man von da nach da misst, dieser hier, dann sehen wir, dass der Markt diese Symmetrien doch offensichtlich, machen wir den mal weg hier, durchaus mag. Ja, also das heißt, das, was wir hier hatten, das haben wir hier nochmal und da. Und das kann man eben auf diese Art und Weise relativ schnell sichtbar machen. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz praktisch. Zu den Elliott-Wellen, auch dafür habe ich, das ist tatsächlich jetzt dann nur ausschließlich im Born Package mit drin. Da gibt es den Elliott-Wellen, also das Pad sozusagen. Das geht nicht automatisch. Ich weiß, dass ich immer wieder Anfragen kriege, Mensch, das wäre doch so klasse, dass es automatisch geht. Ich gebe Ihnen so recht, es wäre so klasse, wenn es automatisch geht. Ja, aber es geht doch bei anderen Software. Ja, aber das können Sie in die Tonne kloppen. Glauben Sie mir, ich habe viel Software ausprobiert mit Elliott-Wellen-Automatik. Es taugt nichts. Und es gibt, das haben Sie vielleicht, wenn Sie mit Elliott-Wellen sich beschäftigt haben, es gibt ein, sagen wir mal, Nachfolger, Erfolger, der hat auch ein Buch geschrieben, der hat das Buch zusammen mit Frost damals, das ist Robert Prechter, rausgeholt und der hat ein Institut in Amerika und die kümmern sich darum, zum Beispiel für viel, viel Geld, die haben durchaus ein Etat zur Verfügung dafür, das weiß ich, das Ganze automatisch zu machen. Und die sind ganz schön auf dem Boden geblieben. Ich hatte das Glück, dass ich hier in Tokio, ich bin ja im Moment in Tokio, hier, ist ja schon eine Weile her jetzt, aber da war hier eine Veranstaltung von Charttechnikern und da waren viele Elliott-Wellen-Leute dabei, auch aus dem Team eben. Da habe ich gesagt, na, wie sieht es denn aus mit der Automatik? Und dann sagt er, ja, das dauert noch. Also glauben Sie mir, lassen Sie sich da nicht von täuschen. Ich weiß, es sind viele, die sich für Elliott-Wellen interessieren. Ich weiß auch, das sieht oftmals total klasse aus. Ich kann Ihnen aber ganz sicher sagen, der Nutzen als, für mich als Händler ist extrem gering, weil es vom Prinzip her extreme Schwierigkeiten hat. Eine Elliott-Welle zu zählen ist nicht das Ding, aber ich kann das so erzählen. Ich hatte eine andere Software mal vor 10, 15 Jahren und die hat hier zum Beispiel so einen Chartausschnitt gezählt und die hätte hier gesagt, es gibt hier in etwa 1700 gültige Zählweisen. Die alle Elliott-Wellenzählungen, die alle gültig wären. Da können Sie sich ausmalen, dass das nicht so einfach ist. Ja? Also glauben Sie mir, das ist ein sehr kompliziertes Problem und lassen Sie sich da nicht blenden von irgendjemandem. Deshalb sage ich Folgendes. Ich gucke dann lieber selber drauf und sage mir, okay, ich zähle die Elliott-Wellen einfach selber. Im Zweifelsfall muss ich sie halt nochmal korrigieren, muss ich halt sagen, ah, so gefällt mir das, aus welchen Gründen auch immer nicht, das müsste doch wahrscheinlich so aussehen eher. Und dass das hier die erste ist und vielleicht dann so, also ich kann das hier verschieben und kann dann auch natürlich, wenn ich will, dann hier noch meine interne Wellenzählung machen, ob die jetzt hier die allerschönste ist, das ist wirklich streitbar. Also das soll jetzt kein Hochleistungskurs an Elliott-Wellenzählung sein hier, denn tatsächlich ist das jetzt nicht das schönste Bild, was ich jemals bei Elliott gesehen habe. Mir geht es nur darum, dass Sie erkennen können, dass Sie hier auch Unterwellen beispielsweise, wenn Sie jetzt sagen, komm, ich mache hier noch eine kleine, hier haben wir doch sowas wie eine 1, 2 und er sortiert das dann automatisch, ist ziemlich kritisch, das mag ich eigentlich gar nicht einzeichnen, aber Sie sehen, dass er das automatisch dann so hochschiebt, dass die Wellen gerade zueinander passen. Also diese Elliott-Wellenzählung vielleicht jetzt nicht 100% für bare Münze nehmen, die ist vielleicht nicht die schlechteste, aber die beste, die ich je gesehen habe, ist mit Abstand auch nicht, also insofern sicherlich nicht ganz ohne Vorsicht zu genießen, das Ganze. Das Ganze gibt es natürlich auch für die Korrekturphasen, also wenn Sie jetzt sagen, okay, ich will jetzt hier auch mal gucken, da haben wir doch hier eine A vielleicht runter, vielleicht jetzt eine B hoch und eine C runter und dann auch wieder hier mit intern beispielsweise, ne, müssen wir erst ausmachen. Also Sie sehen, Sie können damit spielen, Sie können auch nachträglich, das hatten Sie ja eben hier gesehen, wenn Sie sagen, ach Gott, ich will das nochmal ausprobieren, können Sie das noch verschieben und er sortiert das automatisch in die Größenordnung, also nach oben und nach unten, je nachdem, welcher Wellengrad das ist. Ich gebe zu, das hat einen Nachteil, es erfordert Grundkenntnisse in Elliott-Wellen, ansonsten taugt das nichts. Allerdings, wenn Sie sich mit Elliott-Wellen ein bisschen beschäftigt haben, Sie müssen nicht den Master darin haben, aber wenn Sie sich ein bisschen damit beschäftigt haben, hilft das ungemein, um
auch einen bleibenden Eindruck zu haben, dass sie Sachen mal ausprobieren können, dass sie einen schnelleren Blick drauf haben. Und gerade wenn sie jetzt mal sagen, oh Gott, was war da noch hier eben? Oder gerade hat doch mein Future hier irgendwie was gemacht. Dann können sie schnell wieder zurückkommen und sagen, ah, okay, so war das jetzt. Und fangen nicht wieder von vorne an, nur weil sie hier auf zwei Märkten parallel unterwegs sind, zum Beispiel beim FDAX und beim Euro oder bei einer Aktie und bei einem Index oder was weiß ich was. Macht das ja oft, dass man intraday dann ein bisschen kürzer unterwegs ist und dementsprechend da hin und her springen muss. Und dann ist doof, wenn man wieder von vorne anfangen muss. Und da kann das hier eine Hilfe sein. Eben kam noch die Frage rein, das will ich nochmal eben nebenher schnell beantworten. Wie kann ich hier jetzt einzelne Fibolinien löschen? Also wenn ich jetzt hier feststelle, ich brauche die 38er nicht, da sind wir ja durchgelaufen, dann halte ich die Maustaste gedrückt, klicke drauf und dann ist die weg. Ja, dann habe ich die auf die Schnelle hier weg. Wenn ich sie natürlich wieder haben will, kann ich sie natürlich wieder anmachen. Ich kann auch hier über das Menü gehen, aber man will ja auch schnell arbeiten und effizient und klicken Sie einfach da drauf und sagen, die brauchen wir alle nicht mehr. Shift gedrückt halten, draufklicken, dann ist das eine saubere Angelegenheit. Okay, soweit das. Dazu gibt es noch Folgendes. Ah, das ist vielleicht nochmal interessant. Das ist ein Hilfsmittel, was ich sehr gerne verwende. Das ist der Slope-Indikator, so nennen wir den hier. Und zwar der Slope-Counter-Trend, also für den Gegentrend und für den Haupttrend. Auch das kann man zur Not umgehen, also das muss man jetzt nicht unbedingt hier haben, aber es ist eine gute Hilfe aus meiner Sicht, weil es über den Steigungswinkel, sagen wir mal, Fehler vermeiden hilft. Ja, also beispielsweise, wenn Sie sich jetzt überlegen, ist das jetzt hier schon die Korrektur der gesamten Bewegung nach oben hier, dieser Gesamthaften, was durchaus ja unter Umständen sein kann, dann können Sie hier über den Steigungswinkel feststellen, ah Gott, diese Korrektur ist ja viel steiler eigentlich gewesen als der Anstieg und deshalb ist es durchaus realistisch, dass der Kurs, naja, die Korrektur noch gar nicht abgeschlossen hat, weil die Korrektur sollte ja nicht schneller sein von der Geschwindigkeit, also unterhalb liegen, wie der Anstieg hier war. Also ich gebe zu, hier ist ein bisschen zählweise, gibt es hier eine Variante, das muss ich nochmal eben sagen, sonst können Sie sich heute Nacht nicht, oder wälzen Sie sich im Bett. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier im Prinzip so eine Zählung haben, 4 und hier ist die 5 und dann haben wir hier eine A, eine B und eine C, also quasi eine Flat-Korrektur und wir sind jetzt hier schon in der nächsten Bewegung. Ich müsste hier eigentlich dann nochmal eine übergeordnete beispielsweise machen. Achso, das ist vielleicht noch ganz nett. Ich habe hier die Möglichkeit, auch eine mit oder gegen den Trendaussage zu fällen. Also wenn ich jetzt sage, ich weiß ja noch gar nicht, ob es eine ABC hier wird oder nicht, dann kann ich hier die Bezeichnung so machen. Und jetzt weiß ich, jetzt kommt entweder die C-Welle hoch oder es kommt eine dritte Welle nach oben. Ja, also diese Wellenzählung wäre jetzt auch noch denkbar. Wenn Sie jetzt sagen, oh, das fängt ja schon gut an, bei so vielen Varianten, die man hier hat bei der Zählung, das ist halt Elliott-Wellen, das ist aber eigentlich nicht besonders schlimm, denn solange der Kurs nicht durch irgendwelche Tiefs hier durchgeht, kommen Sie auf die Short-Idee sowieso nicht. Insofern, selbst wenn ich jetzt sage, es kann entweder hochgehen oder runter, solange er bestimmte Niveaus nicht, das würde jetzt zu weit gehen, das ist dann eher intensiver mit Elliott-Wellen sich zu beschäftigen, da können wir gerne nochmal einen extra Themenabend draus machen oder Nachmittag. Dann hat man nicht die Chance, naja, nicht die Chance, aber zumindest eine sehr geringe Chance, komplett falsch zu liegen. Ja? Also falsch liegen kann man immer an der Börse, das ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen, aber dann ist die Chance, dass man dauerhaft komplett immer daneben liegt, eben deutlich geringer. So, das Gleiche gilt natürlich auch für die Trendfortsetzung. Dafür habe ich diesen Slope Trend Continuation. Auch das als Hotkey, wenn Sie, wie ich jetzt, das lieber per Schnelltaste machen. Da können Sie schon mal sehen, ah, okay, guck mal, der ist ja jetzt sogar steiler als das, dann haben Sie gar kein schlechtes Gefühl. Ansonsten gehe ich schon gerne bei 80% raus, wenn der sich hier, ich sage mal, die Beine bricht beim Hochlaufen. Aber wenn der so zügig tapfer hier läuft, ja, dann kann ich ihn auch notfalls drin lassen. Und im Moment, wenn man jetzt long ist, dann muss man ja nicht wirklich Sorge haben, so dynamisch, wie er jetzt hier nach oben geht. Also, den Indikator beispielsweise, den gibt es natürlich dann nur im Born Package. Man kann das natürlich ein bisschen umgehen mit anderen Hilfsmittelzeichnungen und sowas, aber
für mich ist auch immer wichtig, es muss schnell gehen, es muss effizient sein. Wenn ich da stundenlang immer rumfummeln muss, dann ist mir das zu wild. Und gerade wenn ich mehrere Titel angucke, dann wird das mühsam und Sie wissen, wie das ist. Alles, was mühsam ist, macht man nach einer Weile nicht mehr. Und wenn man dann irgendwie darauf verzichtet, auf bestimmte Vorgehensweisen, dann ist das auch nicht im Sinne des Erfinders. So, soweit jetzt mal hier bei Apple. Das müssen wir jetzt hier nicht unbedingt breittreten mehr. Was haben wir hier noch? Irgendwas, was ich vergessen habe? Ja, sonst das andere, das sind nur einfach so für mich Adaptionen von vorhandenen Geschichten. Also wenn Sie hier das haben, ist natürlich Standard auch mit dabei. Was auf jeden Fall nochmal ein Teil ist, den Sie nur im Born Package haben, das sind, ist der Born Oscillator. Den habe ich mir hier auch im Action Bar reingelegt, damit ich ihn auf die Schnelle habe. Das ist ja sehr, sehr geschickt beim Gina Trader, dass man hier nicht stundenlang dann hier wechseln muss, die Parameter und sowas. Ich habe mir hier 4 Parameter rausgesucht. Die Parameter sind nicht immer notwendigerweise alle optimal, sondern Sie müssen dann gucken, welcher passt ungefähr am besten zum Chart. Denn ich möchte, dass der Indikator, der hier unten ist, dass der zum Chart synchronisiert ist. Wenn ich jetzt den zum Beispiel angucke, dann sehe ich, gucken Sie mal hier, was der für schöne Bewegungen hat hier, der Kurs. Und jetzt gucken Sie mal, was der hier für Hebelei hat. Das heißt, ich sehe schon, dass dieser hier viel zu hebelig ist. Das heißt, mit diesem kann ich gar nichts anfangen. Warum kann ich damit nichts anfangen? Weil der zeigt Ihnen hier einen Short, auch hier mal ein, da war auch ein Short, aber da reden wir jetzt über einen halben Dollar. Und wenn ich diese gesamten Bewegungen angucken will, interessieren mich nicht halbe Dollar-Moves, dann geht es mir darum, kriege ich jetzt mal 10 nach oben oder nicht. Ja, also das heißt, dann brauche ich mit diesem kleinen nicht anzufangen, sondern dann muss ich den halt ein bisschen so synchronisieren, dass ich sagen kann, okay, jetzt passen die Bewegungen beispielsweise, die Hochs und die Tiefs, dann passt das einigermaßen und dann weiß ich Bescheid, ob ich zum Beispiel überkauft bin, ob ich vielleicht drehen sollte, ob ich zum Beispiel Stop nachziehe, Teilgewinnmitnahme, das sind alles so Strategien, die man sehr gut damit machen kann. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich bin long, aus welchen Gründen auch immer, Sie waren hier long gegangen, unterstellen wir jetzt mal, dass man eben sagen kann, solange der noch so aussieht, steigend und nicht jetzt hier auf dem Dreh, behalte ich meinen Long. Aber wenn der anfängt hier zu drehen, dann schließe ich die Hälfte der Position, lasse den Rest laufen, denn Sie kennen das, wie hier jetzt beispielsweise, er kann ja weiterlaufen. Das macht ein Indikator ganz gerne mal. Aber dann sind Sie zumindest mal aus dem Quark, wenn der Kurs doch nach unten geht. Und solange er so nach oben geht, ist die Chance, dass er dreht, nicht ganz so groß. So, jetzt muss man gucken, welche Einstellung hier die bessere ist, entweder die oder die. Da kann man jetzt gemütlich drüber streiten. Die Parameter können Sie natürlich auch ändern, das müssen Sie nicht machen. Warum jetzt den Born Oscillator? Das hat man doch schon mit dem Stochastik. Das ist natürlich ganz richtig bemerkt, der Stochastik ist extrem ähnlich, aber wenn Sie beide verwenden, dann werden Sie feststellen, dass der Born Oscillator steilere Flanken hat, das heißt eine etwas schnellere Signalgenerierung, was ich durchaus bevorzuge. Ja, also der Stochastik, der ist manchmal ein bisschen mühsam, bis der dann aus dem Quark kommt, dann läuft der da so relativ langsam hoch. Das finde ich ein bisschen doof, weil dann verpasst man eine ganze Menge, wie ich finde. Und gerade wenn man am Ein- und Ausstieg noch mal ein bisschen was feilen kann, ist das nicht unbedingt schlecht. Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, den Stochastik, die Idee des Stochastiks zu verwenden, aber den ein bisschen reagibler zu machen, wie man so schön sagt. Also der ist ein bisschen dichter am Geschehen dran und deshalb haben wir da so ein paar Beschleunigungskomponenten damit eingebaut, die ihn einfach schneller reagieren lassen und deshalb, wie gesagt, etwas steilere Flanken geben und etwas zügigere Signalgenerierung ermöglicht. Ja, das ist gerade für diejenigen, die einen Indikator gerne mitverwenden, auch gerade auf kleinen Zeitebenen kann man das wunderschön auch Intraday mal verwenden, kann das durchaus eine Hilfe sein. Es muss natürlich zum aktuellen Chartgeschehen passen und die Aufgabe ist natürlich dann auch einigermaßen das Ganze zu synchronisieren. Also Born Oscillator ist mit Sicherheit kein Nachteil, den auch mit dazu zu nehmen. Ich persönlich benutze ihn eben auch nur dazu. Also ich bin kein reiner Indikatorenliebhaber, aber als zusätzliches Hilfsmittel, um eben zu sagen, komm, nimm einfach einen Teil der Gewinne mit, es dreht jetzt das Ganze. Dafür finde ich das Ganze nicht so schlecht. Ja, das macht aus meiner Sicht durchaus Sinn. So, dann haben wir hier noch, ja, das ist noch nicht relevant, den Born Bar. Ja, ich weiß, das ist
für viele vielleicht das Interessanteste, weil es ein relativ einfacher Handelsansatz ist. Ich sage mal, das ist the lazy way of trading, ist natürlich ein bisschen arg platt dahergeholt, aber es hat ein paar Vorteile. Hat natürlich auch ein paar Nachteile, aber fangen wir erstmal mit den Vorteilen an. Der Vorteil ist, es ist ein System, bei dem Sie nicht viel nachdenken müssen, wo Sie nicht ins Schwitzen kommen, ach Gott, mache ich jetzt so oder mache ich so oder Also Sie können es, also so wie wir es anwenden, Sie können es natürlich exakt so verwenden, wie wir es anwenden, Sie können natürlich auch davon abweichen. Herzlich gerne sogar. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die sagen, Bornbar, den benutze ich auch, aber ich habe mir die Variante, die ihr benutzt, die habe ich ein klein bisschen geändert, denn ich bin Liebhaber von irgendeinem anderen Indikator zum Beispiel. Ich habe die Sachen kombiniert und bin super glücklich. Herzlich gerne. Auch was die Ziele angeht, herzlich gerne. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Wir können es ja hier mal bei Apple mal angucken jetzt hier, wie das aussieht. Wenn wir einen Bornbar haben, nehmen wir mal einen, der im Moment mal ganz gut aussieht. Ich zeige aber gleich auch blöde. Also ich will ihm nicht irgendwas verkaufen im Sinne von hier, der kann immer nur gut. Aber erstmal zum Optik dran gewöhnen. Nehmen wir mal diesen hier. Ja, also wir gucken uns jetzt im Moment mal diesen hier an. Die anderen im Moment mal nicht. Die gucken wir uns dann gleich nochmal an. So, wenn ich so einen Bornbar habe, das sieht dann normalerweise ja typischerweise so aus. Schwupp. So, wenn ich so einen Bornbar habe, ich mache es mal ein bisschen größer, das geht auch mit Kerzen. Ja? Nur, Sie sehen schon möglicherweise, dass Kerzen manchmal nicht so gut zu erkennen sind, zu unterscheiden. Ja, da müssen Sie schon genauer hingucken, um die zu sehen. Und dementsprechend, gerade wenn das eine Kerze ist, die quasi keinen Körper hat, das, auch ein Bornbar muss nicht unbedingt einen Körper haben, die könnte auch so eine Kerze, könnte auch ein Bornbar sein. Und dann haben Sie irgendwann Schwierigkeiten, das so zu erkennen, zumindest in den Einstellungen, die ich habe. Deshalb, auch deshalb benutze ich gerne den Balkenchart, weil dann sehe ich den Verlauf etwas genauer und nicht so sehr die Körper. Und die Körper sind für mich nicht ganz so relevant, sondern ich möchte die gesamte Spanne sehen, in der der Kurs sich bewegt hat. Und ich sehe eben die Bornbars sehr gut. So, was machen wir, wenn wir so einen Bornbar haben? Dafür haben wir auch ein Hilfsmittel kreiert, den wir dann hier anlegen. Das ist zum Beispiel die Taste Alt B. Ich habe die Tastaturkürzel, wer also das Born Package hat, der kriegt auch so eine PDF mit den Tastaturkürzeln. Das ist alles so halbwegs logisch, dass man das nachvollziehen kann. Also zum Beispiel Alt B für den Bornbar. Das muss man sich dann also nicht so ewig merken. Aber also ist einigermaßen einkennrig, sage ich jetzt mal. So, jetzt habe ich den hier hingezeichnet. Den können, also diesen Bornbar-Indikator, den können Sie natürlich anpassen. Also hier diese Bornbar-Targets. Die können Sie auch unter einem anderen Namen abspeichern, wenn Sie sagen, Mensch, ist ja nett, dass der Born das so macht. Ich will das anders lieber haben. Also nicht nur, dass Sie es optisch konfigurieren können, das ist ja Kinderfasching, aber dass Sie können jetzt auch zum Beispiel sagen, ja, das gefällt mir grundsätzlich gut, das Prinzip, aber der Born, die alte Pussy hier, die macht immer nur den kleinen Gewinn, also verzeihen Sie jetzt die Wortwahl, aber ich zitiere nur hier den einen oder anderen, der macht immer nur den kleinen Gewinn, warum lässt das nicht laufen? Da kann man verschiedene Varianten fahren. Ich zeige Ihnen mal, wie ich es mache, ohne Sie jetzt darauf zu bringen, dass Sie es exakt genauso machen müssen. Aber dann sehen Sie mal, nach welchem Prinzip ich das in etwa mache. Und wie gesagt, da kann man das Ganze noch anpassen auf den eigenen Geschmack, auch mit Teilgewinnen und so weiter. Ich habe das hier jetzt auf dieser, das ist jetzt nicht meine echte Handelsplattform hier, weil ich möchte nicht, dass das parallel gerade mit dem Handel dann kollidiert, sondern das ist jetzt extra hier für diese Aufzeichnung hier gemacht. Aber da kann man dann hier mit auch mehreren Kaufbuttons arbeiten, mit einem Ziel, zwei Zielen und so weiter. Das können Sie sich ja angucken oder vielleicht kennen Sie das ja schon. So, der Handelsansatz, so wie ich ihn verwende oder wie wir ihn verwenden, hier ist relativ einfach erklärt. Wenn ich so ein blaues Ding habe und ich mich entscheide, das muss ich gleich noch spezifizieren, ich handle nämlich nicht alle, ich sage aber auch welche nicht, das kein echtes Geheimnis, erkläre ich gerne. Aber nehme mal an, ich entscheide mich, ich will den handeln, dann würde ich Folgendes machen, dann würde ich diese Linien hier einzeichnen und dann weiß ich, wenn der Kurs hier unten drunter geht, gehe ich short, mit Ziel diese dicke Linie. Das ist im Prinzip mein Ziel. Man kann auch hier dieses Ziel nehmen, man kann auch weitere Ziele machen. Also ist zum Beispiel eine Variante, die wir auch mitunter eingesetzt haben, allerdings im Moment nicht so sehr regelmäßig, dass man sagt, hier mache ich eine Teilgewinnmitnahme, hier mache ich eine zweite Teilgewinnmitnahme, der Rest läuft mit Trailing Stop weiter.
Das kann man sich alles überlegen, je nachdem, was man bevorzugt, auch wie viel Arbeitsaufwand man damit reinhängt, da wir durchaus sehr viele Aktien und auch viele Währungen und auch viele Futures handeln, sind wir dann nicht in der Lage, da jetzt überall dann hier in Echtzeit, wir machen das auch auf 5 Minuten, wir wechseln gleich mal auf ein kleineres Zeitbild, bleiben jetzt kurz zum Erklären hier und dann machen wir mal kürzere Zeitebene, da geht das Ganze natürlich auch. Dann wird das unter Umständen arbeitsintensiv. Also wenn Sie jetzt sagen, ne, ich gucke mir eh immer nur 3 oder 5 Titel an, den DAX, den Dow, den Euro und den Hau mich tot, dann sind Sie ja mit arbeitsintensiv durchaus vielleicht ganz gut zufrieden, weil Sie sagen, da kann ich noch mehr rausquetschen aus der Zitrone. Wenn Sie jetzt eher, wie wir das sagen, mir ist es egal, ob ich überall den letzten Tropfen raushole, ich schneide jetzt hier 20 Früchte auf und ich presse einmal ganz kräftig und den Rest ist egal. Ne? Gut, zum Thema Nachhaltigkeit könnte man noch Vortrag halten, aber das ist eine etwas einfachere Variante und hat eben den Diversifikationsgedanken noch mit drin. So, Überlegung, Short, wenn der Kurs hier durchgeht, Ziel, wenn der Kurs hier ankommt und den Stop, den kann man auf verschiedene Art und Weisen setzen, hier hinsetzen, hier hinsetzen. Initial hatten wir sogar früher mal hier hingesetzt und dann sehen Sie schon, also für Short, ich rede jetzt für Short, wenn Sie hier Short gehen, den initialen Stop hier, haben Sie bisschen besser als ein 1:1 Verhältnis, aber Sie haben eine recht gute Trefferquote. Wir sind jetzt im Moment allerdings relativ aggressiv, wir haben unseren Stop auf dieser Linie, also relativ eng, und ziehen den auch auf Kerzen- oder auf Balkenbasis nach, je nachdem welche Zeitebene, wenn das hier auf Tag beispielsweise ist, ziehen wir auf Tagesbasis nach. Wenn das im 5-Minuten-Chart ist, ziehen wir auf 5-Minuten-Basis nach. Das geht, kann die Software sogar alleine auch machen mit Bar-by-Bar-Trailing. Das kennen Sie möglicherweise schon, wenn Sie die Software sowieso schon verwenden. Das geht ja dann automatisch. So, wenn Sie diesen Bruch dann hier nach unten haben, dann würden Sie Short gehen, dann wären Sie jetzt hier Short und wären dann hier am zweiten Tag dann quasi im Ziel gewesen. Ja, so, das ist natürlich jetzt ein ganz tolles Beispiel, habe ich extra so rausgesucht. Das hier wäre jetzt zum Beispiel ein anderes Beispiel, da können Sie schon erahnen, dass der hier auch nicht ganz schlecht gewesen ist. Der wäre auch ins Ziel reingekommen, wäre nicht ausgestoppt worden. Und machen wir aber noch mal ein paar andere Beispiele. Nicht, dass es heißt, siehst du, das geht ja immer nur gut. Machen wir es mal hier hin. Ja, dann stellen Sie schon fest, dass Sie hier Short gekommen reingekommen wären, aber Sie wären dann hier auf diesem Niveau quasi ausgestoppt, beziehungsweise durch die etwas höhere Öffnung dann da, also Sie hätten hier ein Minus kassiert. Aber, und das kommt jetzt noch dazu, wir handeln beide Richtungen. Ja, Sie können sich hier sogar einen Richtungspfeil noch anzeigen lassen, den habe ich aber standardmäßig ausgeblendet. Ich zeige Ihnen das gleich bei den Währungen nochmal im kleinen kurzfristigen Chart. Das heißt, die Richtung ist mir hier egal, den Ausbruch nehme ich. Das heißt, wenn wir hier Short dann ausgestoppt wurden, sind wir ja hier, dann würde ich ja auch nochmal die Long-Seite nehmen. Ja, da habe ich die Chance, zweimal eine Klatsche zu kriegen. Naja, Spaß beiseite. Das wäre jetzt zwar nicht ein richtig toller Gewinntrade gewesen, aber zumindest mal wäre der nochmal leicht im Plus, weil er ist auch nicht ganz bis zum Ziel gekommen. Und wenn ich jetzt hier die einfachste Variante, nämlich immer einfach auf das Tief nachziehe, dann hätte der Stop ja hier gelegen, dann wäre ich an dieser Kerze hier quasi ausgestoppt worden mit einem kleinen Gewinn, hätte einmal diese Entfernung Minus gemacht, diese Entfernung Plus, also wäre ein halbes Minus in etwa, wäre dabei rausgekommen. In diesem Gesamtding. Also Sie sehen, es ist durchaus sinnvoll, beide Richtungen zu handeln, denn nicht alle gehen positiv. Ja, dieser hier gehe ich mal davon aus, den hätte man nicht bekommen, weil der hier leicht gegappt hat. Ja, also da sehen Sie, er ist nicht ganz wieder auf den Einstieg. Ich verwende das gerade bei Märkten, die Unterbrechungen sind, also bei Aktien zum Beispiel oder nach dem Wochenende, immer mit einer Stop-Limit. Das ist nur mal so ein Tipp, weil das finde ich natürlich nicht so sexy, wenn der dann da oben eröffnet und ich da dann erst die Position bekomme. Ja, der hätte zwar recht bekommen hier, aber reingekommen wären wir ja nicht, weil er vorher schon ins Ziel gelaufen ist. Bevor er das gemacht hat. Hier ebenfalls, da wäre es wieder ins Ziel gegangen, hier, Sie sehen das hier, der wäre hier knapp ausgestoppt worden, ja, auch wenn er nachher ins Ziel noch gekommen ist, oder doch sieht so aus, als ob er das Ziel erreicht hätte, aber wenn man ehrlich ist, da bei ganz knappem Stop nachgezogen, wäre man ausgestoppt. Ja, also ich zumindest bin ziemlich realistisch, dass ich da ausgestoppt bin,
wäre im Gegensignal, ist er allerdings ins Ziel gelaufen. Sie sehen das hier. Ich muss aber dazu sagen, ich handle das Gegensignal dann nicht mehr, wenn er in die Mitte zwischen diese beiden Linien. Das ist jetzt vielleicht zu viel. Ich erzähle das gerne. Also es soll kein Geheimnis sein. Ich erzähle ganz genau, wie ich das mache. Aber das ist jetzt natürlich dann hardcore-intensiv. Ja Gott, interessiert mich, was der da macht. Ich will wissen, was die Software da kann. Aber das können Sie natürlich dann variieren, dass Sie sagen, nö, ich mache die Gegensignale komplett oder das ist, wie ich mache. Also ich hätte mein Gegensignal hier gecancelt, wenn er genau in die Mitte zwischen diesen beiden Linien, dann handle ich das Gegensignal dann nicht mehr. Jemand fragt, wie die Linien angelegt werden, glaube ich. Relativ einfach. Sie nehmen hier einfach irgendeine von diesen Linien. Ich drücke jetzt Alt B. Damit habe ich diesen Stift. Sie können auch alternativ hier oben drüber gehen und dann den Bornbar-Target-Dinger einzeichnen. Und dann klicke ich oben einmal dran, klicke ich unten einmal dran, muss noch einmal klicken zum Bestätigen und dann habe ich oben und unten, dann habe ich hier sofort auch die Stände. Die brauche ich natürlich nicht notwendigerweise, weil ich kann das ja hier direkt dann, vielleicht können wir es gleich Intraday mal sehen, wenn, das, wenn wir da gleich was finden auf dem kurzfristigen. Dann brauche ich eigentlich die Stände nicht unbedingt zu sehen, aber so zur Kontrolle kann man hier die Werte nochmal auch ablesen, wenn man das unbedingt möchte. So, und dann habe ich automatisch diese Ziellinie. Diese Linien. Und wie gesagt, wenn Sie jetzt sagen, ist ja schick, dass der Born das mit diesen Größenordnungen macht, Sie können natürlich auch jederzeit sagen, finde ich ja toll, aber ich möchte die Zahlen anpassen. Also es ist variabel. Sie haben die Möglichkeit, es für Ihre Bedürfnisse anzupassen. Muss ja nicht für mich passen, sondern für Sie. So, und dann können Sie eben mal gucken, hier ist zum Beispiel auch der erste Trade war nicht in Ordnung, aber das Gegensignal, und Sie sehen ja am Chance-Risiko-Verhältnis, dass Sie mit dem Gegensignal verdienen Sie immer mehr, als Sie mit dem ersten verlieren. Insofern haben Sie hier eine realistische Chance, selbst mit dem Gegensignal, selbst wenn Sie das erste Mal voll in den Stop kommen, so wie Sie das vielleicht hier jetzt geschafft hätten, und dann hier auf der Gegenseite dann hier runter, verdienen Sie doppelt so, ungefähr doppelt so viel, ein bisschen mehr sogar, als Sie auf der anderen Seite verlieren. Und dann können Sie eben sagen, okay, dafür ist das Gegensignal gar nicht so schlecht. Ja, hier ist er vielleicht wieder, oder ist er auf dem ersten Schwung wieder ins Ziel gekommen, hier auch auf dem ersten Schwung, hier sieht es auch auf dem ersten Schwung aus. Aber hier zum Beispiel wären Sie knapp reingetriggert worden nach oben und hätten hier das Gegensignal nach unten. Da hätten Sie jetzt dann wieder auf der Gegenseite das verdient. Ja, also nur, dass Sie so den Eindruck bekommen, wie das Ganze funktioniert. Warum finde ich, dass es so ein Lazy Trading ist? Es hat ein paar Vorteile. Sie müssen die Dinger nicht großartig suchen, denn natürlich habe ich dafür mehrere Scanner präpariert. Die haben Sie natürlich auch zur Verfügung. Wo haben wir sie? Andere Bildschirm. Ja, das ist zum Beispiel jetzt hier auf Tagesbasis. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Also da können Sie mal gucken, hier Scanner Templates, da können Sie verschiedene Bornbar-Szenarien hier auf 4 Stunden, 5 Minuten, Tagesbasis, Stundenbasis und so weiter, können Sie verschiedene Scanner sich raussuchen. Sie können natürlich auch manuell jetzt nochmal sagen, komm, ich nehme mir dann nochmal einen dazu. Dann gehen Sie einfach auf die Scripted Conditions, gehen auf den Bornbar beispielsweise, das erzähle ich gleich noch, was Bornbar und Bornbar Pro ist, und würden dann hier zum Beispiel sagen, komm, da müssen wir hier klicken. Da wollen Sie nochmal einen auf Woche beispielsweise, wenn Sie Aktien machen, benutze ich gerne Tag und Woche. Ja, nur so als Beispiel, da müssen wir den natürlich vielleicht dann nochmal umbenennen. Achso, ich habe noch gar nicht dazu hinzugefügt. So. Aber ich muss es jetzt nicht unbedingt zeigen, ich mache es nur mal einmal jetzt hier beispielhaft. Kann jetzt hier meine Listen mir nochmal raussuchen, zum Beispiel könnte ich jetzt hier Cetra oder NICE oder Nasdaq zum Beispiel scannen, ganz egal jetzt für welche Sie sich da entscheiden. Und dann sucht er Ihnen die automatisch raus. Sie können das immer morgens, abends oder in der Mittagspause schnell machen. Gehen sich einen Kaffee holen, bis er den Markt eben durchgesucht hat, je nachdem wie viele Titel Sie haben. Es ist jetzt natürlich hier eine ganze Reihe Titel, die Sie hier sehen. Und die dann rot leuchten oder grün leuchten, die gucken Sie sich dann an, ob Sie den dann umsetzen wollen oder nicht. So, das müssen wir jetzt hier aber nicht unbedingt verfolgen. Das ist ja relativ nachvollziehbar, wie das funktioniert. Ich zeige Ihnen aber mal, wie das auch Intraday aussehen kann. Sie können das nämlich nicht nur in diesem externen Listenfenster hier machen, wo Sie sich das dann hier so anzeigen lassen können. Mal gucken, da hat er schon, hier hat er einen gefunden zum Beispiel, CBOI, nur mal als Beispiel. Sondern Sie können das auch in einer List-Chart-Gruppe
Das heißt, hier haben Sie nicht, ich mache nochmal den Unterschied, manche kennen das, da hat man hier unten, sind jetzt hier japanische Aktien, aber hier unten diese Tab-Charts sozusagen, und es gibt natürlich die List-Charts, wo Sie dann hier so eine Liste haben und wo Sie dann sagen können, ach komm, dann mache ich mir doch mal den FDAX da rein, da mache ich mir doch mal den Mini-S&P beispielsweise rein, ja, den DAO, ich mache die Reihenfolge manche normalerweise anders, den NQ und so weiter, da können Sie sich also raussuchen, oder Rohöl, und können dann sagen, okay, dann soll er mir die parallel anzeigen. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt hier nur zwei Spalten, normalerweise habe ich aber hier vier, die habe ich aber aus welchen Gründen auch immer irgendwann mal gelöscht, und dann holen Sie sich die einfach wieder rein, indem Sie dann hier Bornbar Pro, dann machen Sie hier noch einmal, machen wir mal 5 Minuten, müssen wir noch hier umbenennen, DB5, das können Sie natürlich machen, wie Sie wollen, ich habe hier immer so für Stunde, Viertelstunde, 5 Minuten, und dann haben wir hier vielleicht noch 1 Minute, wobei 1 Minute ist sehr ambitioniert, das ist, ich mache es jetzt mal, damit wir mal sehen, dass es theoretisch auch geht, aber auf 1 Minute geht das nur bei wenigen Märkten wirklich sinnvoll. Allerdings können Sie es mitunter auch vorher sehen, ob es geht. So, dann machen wir das hier jetzt dann noch passend. 5 Minuten, 1 Minute, 15 und Stunde zum Beispiel. Wobei ich Minute, wie gesagt, tendenziell weniger selber mache, sondern eher auf eine Stufe größer. Also ab 5 Minuten beispielsweise. Futures kann man sehr schön auf 5-Minuten-Basis beispielsweise machen. Währung muss man gucken. Also nicht alle Währungen kann man immer sinnvoll handeln. Da muss ich gleich noch was dazu sagen. Ich filter die nämlich noch auf eine gewisse Weise raus. Also ich handle nicht alle Signale. Sie werden nämlich gerade sehen, dass Sie hier zum Beispiel auf den kleinen Zeitebenen, wie hier jetzt, wahnsinnig viele haben. Ich meine, die sind nicht schlecht. Der wäre zum Beispiel gut gewesen, der wäre gut gewesen. Der wäre zumindest positiv. Allerdings, das muss ich fairerweise mit dazu sagen, auf Minute A müssen Sie sehr flink sein und B, gut, so eine Kerze ist mal länger und auch diese hier, wie viele Punkte hat die jetzt hier? Das ist, können Sie ja mal hier anlegen an eine. Ja, das ist jetzt hier von 434 long quasi bis 38, oder 38,5. Das heißt, von 34,5 bis 38 geht da also um 4 Punkte. Das kann man machen. Aber das hängt natürlich auch von Ihrer Gebührenstruktur ein bisschen ab und wie dicht der Markt im Moment ist, ob Sie das dann auch sinnvoll umsetzen können oder ob der Markt einfach nicht liquide ist und wenn Sie da immer so ein bisschen Spread noch haben, dann lohnt sich das auf Minute dann nicht unbedingt. Ja, das ist, muss man dann eben schauen. 5 Minuten ist ja schon ein bisschen entspannter. Das funktioniert ja schon deutlich besser. So, mal gucken hier, dass wir die hier synchron kriegen, 5, 5, 5, so, jetzt haben wir da alle den DAX damit drin. Also, wie gesagt, kleine Zeitebenen geht und dann können Sie dann hier zum Beispiel sagen, ah, jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Signal auf der 15 Minuten beispielsweise hier, klicke ich hier drauf, kann mir das angucken und dann sehe ich, ah, hier hatten wir ein Signal gerade auf 15 Minuten Basis und kann mir dann überlegen, will ich das handeln. Oder hier bei Euro gegen Schweizer habe ich da eins auf der Stunde, sehe ich dann hier, kann mir dann angucken, ob ich das handeln will, ja oder nein, und das dann entsprechend umsetzen. So, jetzt muss ich dazu sagen, zu dem Filter, also ich handle, ich habe es mehrmals schon angedeutet, ich handle nicht alle Signale blindlings. Gerade jetzt hier, wenn Sie sowas angucken, dann werden Sie feststellen, das ist, macht nicht so richtig Sinn. In der Regel, ich meine, der sah jetzt doof aus, der hätte jetzt im Gegensignal, der wäre hier unten getriggert für Short, der hätte im Gegensignal, wäre aber wieder gut gewesen, insofern auch keine Katastrophe. Trotzdem macht es aus meiner Erfahrung nicht glücklich, wirklich jedes Signal zu handeln. Deshalb filter ich Signale raus. Über den Filter kann man sich streiten, das kann man auch ein bisschen aggressiver und ein bisschen weniger aggressiv machen. Das ist also auch ein bisschen nach dem persönlichen Geschmack, wie man es machen will. Ich habe ganz einfach, sagen wir mal, 3 einfache Filter. 3, 4, ich weiß es gar nicht. Das eine ist, ich mag gerne, wenn diese Linie, also wenn der Bornbar am Ende einer Bewegung ist. Also ich finde das zum Beispiel hier in so einem Umfeld total doof. Da habe ich so einen Seitwärtsmarkt hier, da mag ich das nicht gerne. Ist hier gerade einer? Ist, nee, ist nicht dazu gekommen. Nee.
So, gehen wir mal auf irgendein bekanntes Opfer hier, Euro gegen US-Dollar beispielsweise. So, ich mag das hier, gucken Sie mal hier, der ist hier ganz klar am Ende einer Bewegung. Hier haben wir eine lange Bewegung gehabt und hier haben wir ein Ende. Finde ich total klasse. Diesen hier finde ich total doof. Den würde ich jetzt nicht handeln wollen. Warum? Weil wir sind in einer Seitwärtsbewegung und ich muss gestehen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Seitwärtsbewegung noch anhält. Jetzt verlasse ich vielleicht die Range meines blauen Balkens hier und bin aber immer noch in dieser Seitwärtsrange drin. Finde ich total unsexy. Das heißt, diesen hier würde ich nicht handeln. Der geht ganz oft gut, aber er geht mir zu oft, dass ich nicht glücklich bin und dann lasse ich sie lieber weg. Ja, also man kann die auch handeln, aber ich finde sie eher nicht so klasse. Und deshalb, ich mag es gerne, wenn sie am Ende einer Bewegung sind. Ja, es gibt da so ein paar Streitpunkte, wo man sagen kann, okay, ja, dann würde ich trotzdem vielleicht handeln, aber wenn sie wirklich am Ende einer Bewegung sind, Sie wissen nicht, ob es am Ende ist, aber klar, wissen Sie hier nicht, ob der Kurs nicht jetzt seitwärts geht. Ja, das kann natürlich sein. Sie wissen auch nicht, ob der Kurs weiterläuft, dann ist es ja nicht am Ende. Aber jetzt wissen Sie, er kam von irgendwo und zwar nicht von links nach rechts hier, sondern er kam aus irgendeiner Richtung. Das ist schon mal mein erstes Kriterium, was ich gerne habe, um das Ding zu handeln, dass er aus einer Bewegung herauskommt. Punkt 2 ist, er sollte nicht zu lang und nicht zu kurz sein. Sie werden manchmal feststellen, dass Bewegungen überdurchschnittlich lang sind. Gucken Sie mal diese hier an, gegenüber den anderen hier beispielsweise und vielleicht auch noch gegenüber dieser Gesamtbewegung. Wenn er zu kurz ist, ist es auch manchmal extrem unpraktisch, weil Sie es einfach nicht umsetzen können. Ja, gerade so auf Minute und dann auch noch sehr kurz, können Sie eigentlich auch gerade weglassen, weil Sie durch Slippage, durch Spread, Sie haben zu viel Verschnitt dabei. Ja, dann eher weglassen. Ja, ich finde es gut, wenn die Kerzen ähnlich groß sind wie das, was so in der Nähe ist. Wenn ich mir diese Kerze hier angucke, die ist ziemlich ähnlich wie das, was wir hier haben. Die ist auch ziemlich ähnlich wie das, was wir hier haben. Die ist halt blöderweise nicht am Ende. Aber von der Größe her finde ich die gut. Ja, wir hatten hier so ein paar Kollegen, ich weiß nicht, wo wir es hatten. Hier sehen wir auch gerade hier. Schön am Ende einer Bewegung. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Ding auf 15 Minuten Basis. Die könnte man eigentlich handeln. Ich kann sie mal jetzt hier mal reinsetzen. Die ist ganz klar am Ende einer Bewegung. Die Länge macht auch einen guten Eindruck. Von diesen beiden Kriterien her würde ich jetzt sagen, ich mache das jetzt mal einfach mal exemplarisch hier. Ich habe einen Test noch nicht gemacht, den zeige ich Ihnen gleich, wie der aussieht. Ich mache das mal exemplarisch. So, zack, reinsetzen. Und gucken, ob ich den noch kriege. Hier haben wir ein bisschen verpasst jetzt hier. Aber so sieht das Ganze dann aus. Wir können es mal reinsetzen. Einen Test habe ich aber noch nicht gemacht. Und den mache ich normalerweise aber auch noch. So, da sind wir jetzt ausgeführt worden, da sind wir jetzt drin. Zur Praxis ganz kurz, ich persönlich verwende extrem gerne Alarme, nämlich ich bin ja ein spaßiger Mensch, ist Ihnen vielleicht schon mal irgendwann aufgefallen hier, also habe ich einen ganz netten Alarmsound hier, mit der mir auch nett sagt, dass es ganz gut läuft. Beziehungsweise, wenn der jetzt nach oben geht, mich ausstoppt, dann muss ich ja noch die Long-Seite machen. Ja, also ich kann das natürlich auch schon präparieren für beide Seiten, aber wenn ich jetzt eh in der Nähe bin, dann warte ich auf den Alarm und würde dann die Order dann gegebenenfalls drehen. So, also zwei Kriterien hat er gut erfüllt, allerdings eine dritte nicht und die habe ich nicht getestet jetzt. Also deshalb kann er sein, dass der jetzt nicht perfekt läuft, das müssen wir gleich mal gucken. Ich zeige Ihnen mal, hier ist zu viel verdeckt, ich zeige Ihnen mal an einer anderen Stelle, worauf ich gerne noch achte. Wenn ich ein Signal habe, was ich an sich gut finde, weil die Länge, nicht so wie hier, der ist zum Beispiel zu lang, finde ich doof. Ja, gefällt mir überhaupt nicht. Ja, mit dem würde ich nicht handeln wollen. Wo haben wir denn mal ein gutes, schlechtes Beispiel oder ein schlechtes, gutes? Ja, wir können mal das hier nehmen. Ist mal egal. Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier, oder ich gucke mal gerade, ob wir noch irgendwo was Frisches kriegen hier. Nehmen wir doch ein Live-Beispiel jetzt hier. Nehmen wir mal das hier. Da haben wir doch gerade eins bekommen. Hier auf 15-Minuten-Basis sollen wir das handeln oder nicht handeln. Finde ich nicht so endgeil, wenn ich ehrlich bin, aufgrund dieses sehr wackeligen Verlaufes hier. Achso, das ist auch noch interessant, wenn der Kurs keine so schönen geraden Linien entwickelt, sondern mehr so aus so Korrektivverhalten. Ich muss ja damit rechnen, dass er dieses Korrektivverhalten fortsetzt. Und jetzt gucken Sie sich mal an, er dauernd mal überschießt er nach oben, mal nach unten. Das ist doch doof. Da nudelt es mich dauernd raus. So, und das Stichwort dazu ist Backtest. Und zwar relativ einfach, ich will nicht wissen, was er 1993 gemacht hat, dass das System generell nicht schlecht ist, weiß ich.
Aber ich möchte wissen, ob dieser Markt, in dem wir uns jetzt aktuell befinden, ob der generell mit diesen Signalen gut klarkommt oder nicht. Und das ist relativ einfach, dass ich einfach gucke, wie waren denn die letzten 5 oder wir machen normalerweise 10 Signale, wie waren die letzten 5 bis 10 Signale zurück? Wären die positiv gewesen, dann mache ich den Trade. Wenn ich eine Rate habe von 10 Trades, sind 7 positiv ausgegangen, auch im Gegensignal. Es ist zwar kein voller Gewinn dann, aber es ist ja positiv in der Summe. Wenn ich 7 von 10 positiv habe, mache ich den Trade auf jeden Fall. Bei 6 von 10 überlege ich es mir. So, das heißt, ich muss einfach nur gucken, wie waren die letzten Signale, wären die aufgegangen, dann sehe ich hier zum Beispiel dieser hier. Wenn ich ganz kritisch bin, ich muss damit rechnen, dass ich erst reingekommen bin, dann ausgestoppt wurde und dann ist er hochgegangen, kritisch. Ja, also einen möglichen Versager da drin. Der nächste auch nicht gut. Dieser war gut, ja, aber schon 2 Versager, 3-2 haben wir quasi und so weiter. Und dann gucke ich hier, wie die alle ausgegangen sind. Der wäre auch nicht so gut gewesen, der wäre gut gewesen hier, der wäre auch nicht so gut, weil Sie sehen, dass der Kurs hier dauernd so stark wieder zurückkommt. Sind mir jetzt schon zu viele Blöde? Das ist doch eine tolle Aussage. Klar kann man sagen, ja schade, ich hätte den doch gerne. Das ist doch völlig egal. Das ist mir doch egal. Dann handle ich halt nicht den. Ich kriege hier so viele Dinger reingetickert. Ich habe hier noch nicht mal alle Future angelistet. Die es noch gibt und noch nicht mal alle Währungen. Das ist nur eine Auswahl von Währungen, die ich jetzt hier auf dem Plan habe. Aber Sie müssen sicherlich Euro gegen türkische Lira nicht auf Minute unbedingt handeln. Das ist vielleicht nicht ideal gewählt. Aber wir haben so viele Möglichkeiten. Sie können das Ganze auch bei Aktien Intraday, das mache ich jetzt nicht, aber Sie wissen ja, vielleicht haben Sie es früher schon mal gesehen, dass ich auch gewisse Aktien auf Intraday-Basis immer wieder handle, zum Beispiel eine Apple, eine Bed Bath Beyond, die können Sie auch im 5-Minuten- oder 1-Minuten-Chart mit unterhandeln. Ja, das sehen Sie ja gut, 1 Minute ist jetzt hier arg klein, aber 5 Minuten ist an sich die Bewegungskultur in Ordnung. Ja, da gibt es eigentlich nichts zu machen. Der wäre mit Gegensignal gut gewesen, der wäre wahrscheinlich ausgestoppt hier. Der wäre aber im Gegensignal gut gewesen, der wäre zu lang gewesen, der ist wahrscheinlich zu klein, der wäre wieder gut gewesen und so weiter. Also das wollen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber Sie sehen, dass Sie hier auch zum Beispiel Aktien bzw. Aktien-CFDs, Sie dürfen nicht vergessen, Aktien-CFDs haben ja den gleichen Wert normalerweise wie die Aktie an sich. Also Sie können das dann auch mit CFDs umsetzen. Ich kenne einige, die das dann entsprechend dann so umsetzen. Sie können sich nachher nochmal angucken, die Kürzel sehen Sie ja hier, also es ist auch kein Geheimnis, welche Titel ich da habe, eine Autodesk, eine Amazon, eine Engine eigentlich nicht unbedingt, weil die macht oft verzwickte Sachen, formulieren wir es mal noch gerade so, dass es okay ist, aber eine Alphabet oder sowas in Richtung, die haben Goldman Sachs, die haben ganz gute Läufe mitunter und dann kann man eben, wenn man sieht, okay, der läuft aktuell gut, kann man die auch auf den kleineren Zeitebenen dann eben mitnehmen und sagen, warum soll ich das Ding dann nicht handeln. Das muss man nicht machen. Sie können natürlich auch sagen, ich mache nur die größeren Zeitebenen. Wenn es Ihnen zu mühsam ist, das sind kleine Zeitebenen. Allerdings, wie gesagt, über diese Listen, entweder jetzt diese Listen, die Sie dann eben mal schnell zusammensortieren können. Wenn Sie ja sagen, ich lasse mir dann alle anzeigen, die überhaupt in Frage kommen und nur die gucke ich mir dann an beispielsweise. Oder Sie machen sich eben diese Listchartgruppen. Das geht natürlich bei Aktien oder bei anderen Werten auch. Ja, wenn Sie noch andere Gruppen haben, können Sie sich die zusammenstellen. Da können Sie auch Intraday auf die Schnelle eben gucken und sagen, ah Mensch, gerade haben wir doch gerade noch was dazu bekommen. Wie sieht es denn hier aus? Ah, okay, jetzt, da bin ich jetzt zu spät, habe ich zu lange gequatscht. Muss ich jetzt nicht unbedingt. Minute hat noch einen Nachteil, das muss man fairerweise dazu sagen, da können Sie, gerade wenn Sie viele, also ich handle nicht auf Minute, weil ich müsste ja meinen Backtest machen und das dauert mir zu lange. Wenn Sie aber sagen, ich habe nur 3 Titel, die ich den ganzen Tag beobachte, dann wissen Sie, ob das aktuell dort im Markt funktioniert. Dann müssen Sie nicht jedes Mal zurückzählen, um den Test zu machen. Und da können Sie dann natürlich auch die kleinen Ebenen nehmen. Wie gesagt, Minute, das muss man wissen, ob man das machen will, aber 5 Minuten ist an sich bei sehr vielen Märkten nicht wirklich kritisch. So, das heißt, das können Sie natürlich dann frei auswählen. Die Frage ist, Sie haben jetzt vorhin schon mal gesehen, es gibt das Born Package und das Born Package Pro. Was ist jetzt wie was? Sie enthalten mit einer einzigen Ausnahme exakt das Gleiche. Also was Sie mit dem einen haben, kriegen Sie mit dem anderen auch. Mit einer einzigen Ausnahme. Im normalen Born Package ist der Born Bar begrenzt auf Zeiten nicht kleiner als 4 Stunden.
Das heißt, auf 4-Stunden-Basis geht noch, auf Tagesbasis, Wochenbasis, alles kein Problem, aber nicht auf 5-Minuten-Basis beispielsweise. Und wenn Sie jetzt sagen, ja super, aber ich zeige Ihnen mal, das ist jetzt zum Beispiel, wo ich immer wieder auch in der Öffentlichkeit den Trade des Tages mache. Und das sind nicht nur, gebe ich zu, Warren Bar Trades, aber sehr viele davon. Das ist nur auf Tagesbasis hier. Das ist ein halbes Jahr in etwa, ziemlich genau sogar. Ein halbes Jahr sind 20% jetzt gewesen bei dem Ding. Plus, minus, ein bisschen haben wir wieder verloren jetzt, weil wir irgendeinen Titel, da haben wir ein bisschen was abgegeben, sind knapp drunter. Aber Sie sehen, also selbst auf Tagesbasis kann man Spaß haben. Also ich will Sie jetzt gar nicht verführen, jetzt Intraday zu handeln, wenn Sie sagen, oh Gott, das ist mir dann viel zu viel und dann muss ich das Pro-Package dann und ach Gott, ich weiß nicht. Dann überlegen Sie sich halt, ob Sie das normale Package nehmen, damit kann man auch durchaus Spaß haben. Ja, also das ist jetzt, also das hier sind nicht alle Trades, die machbar waren damit, sondern das ist jeden Tag im Prinzip nur einer. So war die Hausaufgabe bei der Veranstaltung da. Aber wenn Sie natürlich sagen, Mensch, ich sitze doch den ganzen Tag davor, ich habe auch Spaß daran, eben viel zu machen und zu tun, dann ist natürlich ist eine Erwägung, auch die kürzeren Zeitebenen zu handeln, 15 Minuten sehr gerne, auch Stunde sind sehr, sehr gut und ist auch bequem. Nicht wundern, wenn Sie sagen, Mensch, auf Stundenbasis, oh Gott, da kriege ich ja ein Bad bei. Also es ist extrem oft, Sie sehen das ja hier auf Stunde, dass er dann innerhalb der nächsten oder übernächsten Kerze dann auch tatsächlich ins Ziel geht. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass das lange laufen muss. Ja, auch hier sehen Sie, geht das sehr schnell. Es kann natürlich mal ein bisschen länger dauern, kann auch gleich ausgestoppt werden, wie hier jetzt. Gut, der kam jetzt mehr aus der Seite und nicht aus einer Richtung. Aber Sie sehen, das heißt nicht automatisch, also zum Beispiel auf Wochenbasis, ich handle die Dinge auch auf Wochenbasis, das heißt aber nicht, oh Gott, dann habe ich das Ding 5 Wochen an der Backe. Kann natürlich passieren, muss aber nicht. Es kann durchaus sein, dass das sehr, sehr viel schneller geht innerhalb von der Woche. So, jetzt sind wir hier ausgestoppt worden, gutes Negativbeispiel, dass wir hier nicht am Überfliegen sind, aber wir haben noch die Gegenseite. Jetzt machen wir schnell die Gegenseite noch klar hier. Dass wir 2-mal Minus haben, geht nämlich auch. Also nicht, dass Sie denken, das kann nicht passieren, 2-mal Minus, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist eben nicht ganz so groß, aber sie ist nicht null, das muss man auch fairerweise dazu sagen. So, und jetzt machen wir die Order rein. Das macht der Gina, rechnet das ja schickerweise alles selber aus, haben wir ja nicht wirklich viel mit zu tun. Ich setze noch meine Stops rein, meine Alarms rein hier, das mache ich hier auf meine Ja-Marke. Warum mache ich das auf diese Ja-Marke? Dann sehe ich, dass wir hier schon in die richtige Richtung gelaufen sind, Punkt 1, das finde ich immer schon mal ganz toll, und dann ziehe ich den Stop nach. Also wenn er diese 50% Marke hier oben erreicht hat, dann fange ich an, den Stop zu halbieren. Also habe ich Hälfte des Gewinns, dann halbiere ich den Verlust. So, und dann wechsle ich hier oben, mache ich den Stop dann da oben hin, den Alarm hier oben hin, das ist nur so ein bisschen aus der Praxis gesprochen, habe ich noch einen anderen Alarmton, dann kann ich immer gleich sehen hier, da kann man es ja lesen, mit du bist dran, und ich kann es auch hören, schon gleich, ob ich irgendwie oder wie ich aktiv werden muss. Ja, damit habe ich eigentlich es relativ einfach. So. Und wenn der Kurs hier unten durchgeht, dann kann ich die Order streichen, weil dann brauche ich die Long-Seite nicht mehr, dann kann ich hier dieses, zum Beispiel, das war's. Ja, dann weiß ich, okay, das Ding ist rum, kann ich die Long-Order rausstreichen. Und vorher muss ich hier nichts machen. Das ist wirklich easy. Ich habe auch keinen psychologischen Druck oder sowas. Im Zweifelsfall ist das System schuld. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe ja nur gehandelt, wie das System das sagt. Oder wie ich das gut festgelegt habe, ja. Aber an sich für jeden einzelnen Trade muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Bin psychologisch völlig raus aus der Schusslinie. Muss einfach nur den Ansatz, den ich mir dann festlege oder den Sie sich dann eben so adaptieren, wenn Sie das so auch machen wollen. Sie können das natürlich ganz anders machen. Aber sich dann an denen einfach zu handeln, halten. Und Sie sind aus der Linie draußen und müssen eigentlich da nicht großartig was gucken. Durch die Alarme passiert dann auch nicht viel, denn solange er nicht da drunter geht, müssen sie nichts tun, bleibt die Position so drin. Erst wenn er jetzt hier long gehen würde, dann wird das spannend, und deshalb mache ich normalerweise immer noch einen dritten Alarm, nämlich diesen Alert Target, und den lege ich quasi auf den Einstieg. Kann man sagen, warum macht er das denn? Ich höre doch, wenn ich einsteige, da kommt doch dieser Ton. Das stimmt, absolut. Aber dann weiß ich immer nicht genau, welcher war das jetzt, und dann kriege ich hier dieses Pop-up mit, welcher das war, und dann habe ich es dann noch einfacher. Das ist einfach aus der Praxis, gerade wenn man sehr viele Titel parallel eben auf dem Plan hat. Also der Warren Bar, das ist
eben, wie gesagt, eine relativ einfache Art und Weise. Ich mag das ganz gerne, weil es für mich eben relativ stressfreien Handel ermöglicht. Ich mag sehr, sehr gerne den Handel mit den Elliott-Wellen beispielsweise. Ich mag das sehr gerne mit den Fibonaccis. Das mache ich zudem auch noch. Aber das hat halt den Vorteil, das kann ich immer so ein bisschen mitlaufen lassen auf der Zeitebene, wo ich Zeit und Lust habe. Ich kann zum Beispiel sagen, Mensch, abends nach 17:30 scanne ich mal schnell die deutschen Aktien durch, dann setze ich mir abends schon die Orders für den nächsten Tag rein, fertig. Und für die Intraday-Geschichte, also zum Beispiel gleich im Nachgang, kann man dann die Orders dann für die Intraday-Sachen reinsetzen und sagen, ja, lassen wir uns mal überraschen, was gleich der Markt, wohin er sich bewegt. Jetzt haben wir ja 15 Uhr gerade, genau, müssen wir langsam zum Ende kommen, aber das heißt für den Nachmittagshandel dann eben die etwas kürzeren, das ist so jetzt mein Vorgehen, was ich da in der Richtung habe. Dann habe ich sogar noch eine schöne Diversifizierung, bin stressfrei, weil die Software mir die Kalkulation abnimmt, wie viele Stücke, das geben Sie ja hier ein, jetzt nicht irritieren lassen, weil die Zahl hier groß ist, das ist nur um anzugeben, das geht natürlich genauso mit einem Zehntel davon oder mit dem Hundertfachen, je nachdem wie groß Ihre Kontogröße ist, also da jetzt nicht irgendwelche Hochgefühle bekommen, sondern das ist hier eigentlich willkürlich, weil das ist jetzt hier auf Paper. Das ist nicht jetzt echtes Geld hier. Sage ich ganz ehrlich mit dazu. Das vermischen wir bei uns nicht, sondern das lassen wir hier so in der Demo, wenn wir hier so eine Vorstellung machen. Ja, wenn Sie noch Fragen haben, fragen Sie. Also das wäre jetzt nicht das Ding, dass ich da noch was zu sage. Vielleicht können wir jetzt was sehen, aber ob wir das noch hinkriegen, das können Sie ja selber noch mal mit nachverfolgen. Aber ich denke mal, es wird so ein bisschen klar, wie das geht oder worum es geht bei der Geschichte. Ich denke, die wesentlichen Punkte, was wir da drin haben. Achso, es gibt noch eine Sache, die finde ich total schick. Das kommt immer zu kurz, weil das ist auf den ersten Blick nicht so spektakulär. Jetzt gehen wir mal, machen wir es doch mal hier. Aber an sich ist es total praktisch. Gucken Sie mal hier. Achso, da habe ich jetzt genau den richtigen erwischt. Und zwar habe ich hier einen Alarm. Dieser Alarm hier, das ist Last Bar High bzw. Last Bar Low. Sie sehen, der guckt sich die letzte Kerze an. In dem Fall macht Last Bar High natürlich Sinn. Und wenn gleich die Minute um ist, zieht er diesen Alarm automatisch nach. Ja, also das heißt, ich habe hier, achten wir mal drauf, das tun wir uns jetzt mal an, die Zeit quatsche ich tot. Wie oft hat man das? Man guckt den Markt, da geht die ganze Zeit in eine Richtung, alles super, aber man will wissen, wann dreht er denn. Ja, und da guckt man mal einmal nicht hin, man hat zwar Ton laut und was weiß ich was, man kann es hören in der ganzen Wohnung oder im Office, je nachdem, wo man tradet, aber man kriegt es nicht mehr zu. Achtung, neue Kerze, und jetzt sehen Sie, dass der Alarm auf die nächste Kerze nachgezogen wurde. Und der Vorteil ist, der kann jetzt eine Stunde fallen, aber sobald er dreht, schlägt der Alarm an. Das können Sie natürlich auch auf 5 Minuten machen oder auf welcher Ebene Sie auch immer das haben wollen. Ja, das, wenn Sie jetzt hier die Aufwärtsbewegung weiterverfolgen wollen, machen Sie es halt hier auf die Lows sozusagen. Dann wissen Sie immer, aber so lange mute ich Ihnen jetzt nicht zu, das mitzuverfolgen. Hier bei der Minute können Sie es relativ einfach sehen. Das ist auch eine Geschichte aus dem Bond Package, finde ich persönlich extrem praktisch, weil ein Alarm zu setzen ist immer easy, aber dann, dass der dann auch mitwandert, wenn der Kurs mal in eine Richtung läuft. Ja, ich will ja nicht ständig alarmiert werden, er ist immer noch in der Richtung, er ist immer noch in der Richtung. Ich will informiert werden, wenn er die Richtung dreht. Und dafür ist eben entweder Last Bar High oder genau das gleiche mit Last Bar Low. Das würde natürlich analog gehen, macht aber jetzt nicht so viel Sinn, weil wir noch in der Abwärtsbewegung da drin sind. Ja, finde ich als praktisches Hilfsmittel nochmal. Ich glaube, das war mehr oder weniger, dass wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, sehen Sie, er ist wieder rübergesprungen auf die nächste. Jetzt ist er natürlich sehr eng. Ich muss zugeben, auf Minute benutze ich den normalerweise nicht so sehr, weil er auf Minute, jetzt ist er gerade getriggert worden, ich weiß nicht, ob Sie es hören konnten überhaupt. Weiß ich nicht, ob Sie das mithören, wenn hier der Alarm hochgeht. Das auf Minute verwende ich das persönlich nicht aus zwei Gründen. Erstens mal gibt es immer mal schnell so wie hier jetzt, dass er dann nochmal rantickert. Gut, Sie können ihn ja schnell nochmal wieder setzen dann. Ja, also so, zack. Aber auf, und meistens bin ich bei Minute ja auch daneben, ja, da bin ich ja nicht weit weg. Allerdings, wenn Sie jetzt auf Viertelstunde oder 5 Minuten oder Stunde oder sowas, ist das, finde ich, sehr, sehr praktisch. Stunde ist schon fast wieder zu lang.
Aber wenn Sie jetzt sagen, ich habe zwei, drei Future-Märkte im Blick beispielsweise oder fünf Währungen oder sowas in der Richtung, dann finde ich das cool, wenn man dann gerade mal guckt beim DAX, ja, und dann hat der blöde Nasdaq gedreht und man hat wieder nicht mitgekriegt. Ja? Und aus dem Grund ist es nicht so schlecht mit diesem Nachzieh-Alarm, dann ist man dann eben immer alarmiert, wenn der Kurs dann tatsächlich in den Dreh reingeht. So, jetzt gucken wir nochmal, ob hier da irgendwie was schon passiert ist. Nee, ist nur eine Vorbereitung. Aber ich denke, das Prinzip ist klar geworden. So, ich glaube, jetzt tickern auch keine Fragen mehr rein. Dementsprechend würde ich vorschlagen, da Sie so gemütlich schweigen, würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Es wird ja nicht das letzte Webinar dieser Art gewesen sein. Das war jetzt zugegeben ein bisschen stark natürlich der Fokus. Das war jetzt die Hausaufgabe hier. Wir wollten mal alle hier im Agena-Team mal vorstellen, was die Software eigentlich hat und was sie kann, weil immer wieder die Frage ist, Mensch, was taugt denn da? Soll ich das nehmen oder jenes nehmen? Ich sage ganz ehrlich, ich überlasse die Entscheidung ganz, ganz frei Ihnen. Ich bin überhaupt nicht böse, wenn Sie sagen, nee, das ist mir nicht das Richtige für mich, das ist völlig in Ordnung, das kann ich auch nachvollziehen. Wenn Sie aber sagen, ach, das finde ich praktisch, das finde ich gut, das entspricht meinem eigenen Handelsstil, dann freue ich natürlich, wenn ich da Ihren Nerv getroffen habe und dann nutzen Sie das gerne. Wenn Sie noch nicht sicher sind, ob Sie das Pro doch sich zulegen wollen oder doch das Normale, dann die Empfehlung möglicherweise erstmal mit dem Normalen anzufangen und wenn Sie sagen, hey, das ist ja total abgefahren, dann probieren Sie später, dann holen Sie sich mit dem Differenzbetrag einfach das Pro. Also es kostet dann nicht einen zusätzlichen Aufpreis, sondern nur einfach den normalen Differenzbetrag. Ja. Die Anzahl der Pros ist zwar limitiert, aber sie ist jetzt nicht so eng, dass ich sie locken will im Sinne von, wenn sie mich jetzt noch heute zuschlagen, kriegen sie es nie wieder. Das ist Quatsch. Ja, aber es ist schon limitiert, denn ich möchte nachher nicht, wenn ich meinen eigenen Handel mache, dann hier auf den ganz kleinen Zeitebenen mit Hunderttausenden von anderen Tradern hier um die Ticks kämpfen müssen. Deshalb gucken wir, dass die Anzahl derjenigen, die das Pro-Package haben, sagen wir mal, nicht extrem ausufert, denn für uns ist das eben das Handelstool, was wir selber einsetzen. Und ja, das ist die Begründung dafür ganz grob. So, ganz lieben Dank. Auch hier Ticker noch Grüße rein. Weihnachtsgrüße, ja. Da wir uns wahrscheinlich nicht mehr, es gibt zwar noch mal eine Veranstaltung, ich glaube am Donnerstag, ich muss lügen. Allerdings, die wird ziemlich genau das gleiche sein, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich mir nicht merken konnte, was ich alles gesagt habe. Aber wenn Sie die jetzt gesehen haben, dann müssen Sie sich nicht die anderen noch angucken. Dürfen Sie natürlich, aber sie ist tendenziell ziemlich exakt das gleiche. Und insofern, falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich Ihnen eine wunderbare, restliche, hoffentlich friedliche Vorweihnachtswoche. Ja, friedlich ist ein Thema in Deutschland im Moment, habe ich gesehen, heute schon oder gestern Abend. Ich wünsche Ihnen eine friedliche Vorweihnachtszeit und dann natürlich ein frohes Weihnachtsfest. Genießen Sie es so, wie es für Sie das Richtige ist. Und dann, falls wir es nicht mehr hören, dann im neuen Jahr wieder in aller Frische, in der Hoffnung, dass Sie gut reingekommen sind. Alles Gute von meiner Seite.